Dieses verbrannte Waldstück in Australien sieht nur auf den ersten Blick tot aus. Blickt man genauer hin, bemerkt man frische Triebe an vielen Eukalyptusbäumen. Der Eukalyptusbaum ist an Feuer angepasst. Manche Arten sind sogar auf Buschfeuer angewiesen. Das Keimen ihrer Samen hängt davon ab. Das Feuer verbrennt die Blätter und das hinterlässt eine Ascheschicht am Boden, die sehr nährstoffhaltig ist. Die Samen können dort gut keimen und sich so verbreiten. Die Bäume sind wahre Überlebenskünstler. Das in den Blättern enthaltene Eukalyptusöl facht das Feuer an. Konkurrierende Vegetation geht dagegen zugrunde. Die Feuer in dieser Saison sind jedoch ungewöhnlich stark. Diese Feuer sind wirklich verheerend. Sie verbrennen oft auch die Samen selbst. Wenn dann Wind geht, werden die verbleibenden Samen weggeblasen. Die Feuer in diesem Jahr sind einfach zu stark und das Ausmaß so groß, dass sich viele Bäume diesmal nicht wieder erholen werden. Für die Tierwelt sind die Brände noch weitaus schlimmer. Koalas etwa ernähren sich nur von den Blättern des Eukalyptusbaumes. Außerdem fehlt den Tieren jetzt ein Schutzdach gegen Regen und Sonne.